Hallo und herzlich willkommen zurück zu Terraria. Wir haben einen windigen Tag und es geht auf in den Dschungel. Und ich kann rennen. Ja, und wir haben jetzt Flügel. Hui. Und ich habe ein Hochzeitskleid eingesammelt. Ja, da vom Blutmond, glaube ich, ne? Ja. Endlich bin ich mal genauso schnell wie du, so in etwa. Ja. Ich lasse es Kristalle regnen. Ich bin jetzt wie so eine AC 130. Ja, mit dem dicken Geschoss. Und der Minigun. Du hast einen Luftballon zerschossen. Oh, naja. Passt schon. Das Schöne ist, die Derblinge können uns jetzt nicht mehr allzu viel anhaben. Verbrauch nicht dein ganzes Mana, das brauchen wir noch. Ja, passt schon. Sagt Herr und starb eines qualvollen Derbling-Todes. Hier in das nächste Loch rein. Hier rein? Ja. Was gibt's? Achso, du willst die Uzi haben. Ja. Und wir müssen eh ein bisschen mal hier erkunden. Weil Herzkristalle gibt's hier relativ gut. Später wachsen hier die Pflanzen, die wir eh noch brauchen. Ich weiß nicht, ob die nach dem mechanischen Kampf. Oh, eine Motte. Kann die irgendwas Geiles droppen? Keine Ahnung. Hier unten ist eine Hütte. Also so ein Häuschen. Stuff of Regrowth. 8 Melee Damage. Damit kann man Pflanzen wachsen lassen. Nehme ich einfach mal mit. Boah. Boah, wohin? Da drüben sieht ganz gut aus. Da links ist noch eine Hütte. Ja. Können wir uns ja mal hinbuddeln. Eine Mooshornisse. Ja, die... Mal sehen, ob wie viel Schaden die macht. Wenn ich sie nicht gleich mit der Spitzhacke töte. Da ist sogar noch eine. Na los, komm her. Oh, 50. Eine Glasfaserangel. Ah. Rückruftrank, Bergbautrank, Wolframbahn, Seile und ein Popbomb. Wiederherstellungsband. Ah. Brauchen wir das? Nee. Okay, das Material, ich nehm's mit. Buddeln wir uns mal hier nach rechts. Obwohl, warum buddeln wir haben da oben noch? Ja. Ich muss bedenken, ich habe jetzt Flügel. Ich bin immer noch den Doppelsprung gewöhnt. Weißt du was? Einfach Palladium mitnehmen. Hinter dir. Einfach reinstürmen. Man hört, nein. Wir sind jetzt im Untergrunddschungel. Ach, das ja stimmt, man hört's. Andere Musik. Da oben ist ein Dschungelkriecher. Ah, hier unten ist so ein Riesenbaum.
Ein Untergrundriesenbaum. Ja. Ein suspicious looking eye. Oh, das hatten wir noch gar nicht. Ich habe auch zwei Teleport Potions, die werde ich auch mal benutzen. Hier ist Chlorophyt. Chlorophyt, ja, das ist. Geht noch nicht. Kann man nicht abbauen. Da rechts ist eine Sprengfalle sozusagen. Ja. Ja, aber bleib mal hier. Ich werde mal kurz die Teleport Potion benutzen, die zwei Stück, die ich gerade gefunden habe. Ja. Ah, ich bin wieder irgendwo im Dschungel rausgekommen. Irgendwo weiter unten. Ja. Sehr nah an der Hölle. Ja. Aber hier unten gibt's Erz. Also nehme ich mal kurz das Erz mit. Dieser Dschungel bietet Erz. Ja. Manchmal hat man ja das Glück und sieht gleich irgendwas, aber hier ist nichts. Also nochmal Teleport Potion. Na, wo landet er jetzt? Weiter links. Ja. Welches Gebiet hast du? Normalen Untergrund. Bisschen Orichalkum. So. Ich hoffe ja gerade auf Herzkristalle. Ja, das wäre nicht schlecht. Von Spider. Ja, na, erstmal für dich. Na, wie viel Leben hast du denn? 260. Ja. Einen. Na, aber hier scheint nichts zu sein. Ich buddel mich immer noch kurz nach unten. Noch ein bisschen Palladium, was wir nicht mehr brauchen. Ja, kann man verkaufen. Ja. Aber hier ist eine Schiene. Dann fahr mal. Ja, erstmal hier Palladium mitnehmen. Ja, da ist schon mein Herzkristall. Damit habe ich jetzt auch 260. Das ist eine Schildkröte. Hier ist eine Hütte. Hier haben wir eine Arcane Cloud in a Bottle. Oh. Ja, brauchen wir aber nicht. Nicht mehr, ja. Da drüben ist eine Dead Man's Chest. Das erkenne ich. Woran? An vier Pfeilfallen und zwei Sprengfallen darunter. Oh. Ich habe ja eine Mimik. Kriegst du die allein oder soll ich helfen? Das ist eine kleine Mimik. Okay. Was hat, die hat eine Kreuzheitskette fallen gelassen. Ah. So, und für alle Zuschauer. Au. Ja, vergiftet. Ja, ich wollte mir gerade die Kette angucken. Ja, und für die Zuschauer werde ich gleich mal zeigen, wie man mit einem ganz einfachen Mittel so eine Kiste findet. Und zwar, wenn man die Mechanikerin hat, kann man sich bei ihr die mechanische Linse kaufen. Und wenn man die ausgerüstet hat, sieht man die Linien. Also sieht man die Kabel, die verbunden sind. Okay, hier hätte eigentlich eine Steinfalle sein müssen.
Aber da hat die Welt beim Generieren dann die Schiene hingesetzt. Oh, eine prägefaltete Karte. Scheiß Käfer. Und jetzt kann ich hier ganz in Ruhe gucken, wo geht das hin? Und kann hier so einen Fallen abbauen. Ein bisschen sortieren, ja. Ja. So, und jetzt dürfte ich eigentlich nicht sterben. Nein. Wenn ich allerdings keine Luft mehr habe, dann würde es schon passieren. Dead Man's Weather. Nochmal so ein merkwürdig aussehendes Auge. Wild Shoe Spikes. Nehme ich erstmal mit. Weil dann kann ich mir dieses komische Ninja-Gear machen. So. Da ist noch ein Herzkristall. Ja, okay, gehe ich mal wieder in den Dschungel. Ja. Oh, hier drüben ist dieses Leuchtemoos. Hier ist diese komischen Teleportviecher. Ja. Sieht aber die cool sind auf einmal aus. Da sind. Sieht aber cool aus hier. Hier ist noch mal so eine Hütte. Na dann. Na, nichts Besonderes. Halt bloß so ein Band of Regeneration, womit du halt mehr Lebensregeneration hast. Ein Haufen Palladium noch, was ich auch mal mitnehme. Noch ein Erzkristall, den ich da unten sehe, eine Steinfalle. Ein riesiger Flughund. Ich sehe sogar zwei Herzkristalle gerade. Oh. Und der Teich ist voller Arapaimer. Arapaimer. Ja, die Viecher sind. Oh. Da hat sich noch eine Schildkröte angejietet. Ja. Du hast den 500. Zombie besiegt. Das 50. gepanzerte Skelett. Ja. Gewusst wie. Und hier ist eine Steinfalle, auf die ich keine Lust habe. Dschungelgras-Saat. Ja, damit kannst du halt Dschungelgras machen. Oh, da ist wieder so eine ekelhafte Lavafalle. Wo du einfach nur eine Druckplatte hast, wo du dann haufenweise Blöcke deaktivierst, wodurch dann Lava runterkommt. Ah. Sehr assi, aber sehr effektiv. Und ich werde mal gucken, ob ich es jetzt zurückschaffe.
Ich will nämlich wieder zu den Schienen zurück. Ich bin bis jetzt nämlich nur nach links gefahren, aber noch nicht nach rechts. Blöde Wespen. So, hier ist die Hütte. Ich muss hier hoch. Und dann fahre ich mal in die andere Richtung. Jo, das ist noch eine Schildkröte. Okay, in die andere Richtung ist jetzt nicht so viel. Wir sind jetzt in der im Dschungel für deine Waffe im Prinzip und ein bisschen erkunden. Nein, aber hauptsächlich deine Waffe. Ja. Erkunden müssen wir es auch später, damit wir uns dann zurechtfinden. Vielleicht den Golem-Dungeon schon mal finden. Ja. Also was Besonderes ist hier jetzt nicht mehr. Nehme ich immer noch ein bisschen Palladium mit. Das heißt, ein bisschen hier ist einiges. Ein bisschen, ja. Oh, zwei Herzkristalle. Oh. Kannst du gleich benutzen. Mir fehlen nämlich nur noch drei Kristalle, dann bin ich voll. Ich hatte halt jetzt einfach schnell alle, die ich gefunden habe, benutzt. Aha. Hast nicht mal an mich gedacht. Muss doch besser sein als du. Ja. Sonst schaffe ich das nicht. Du bist im Leben besser als ich. Da darf ich doch wenigstens beim Spiel ein bisschen besser sein. Blumenstiefel. Ja, damit hinterlässt du so einen Weg aus Blumen. Gay. Ha! Gay! Das ist doch schon fast eigentlich ein totes Meme, oder? Kann sein, ja. Kennt doch eh keiner mehr. Doch, ich. Sag ich doch. Bin ich denn ein Niemand? Nein, du bist ein Jemand und zwar ein ziemlich cooler Jemand. Oh. Pass auf, ist ein bisschen rutschig. Ja. Zum Glück sitze ich. Ja, aber ich glaube, hier unten bin ich jetzt soweit durch. Da ist wieder so ein großer Man-Eater. Komm her. Dann komme ich mal zu dir. Ich habe Wolframkugeln gekriegt. Ah, ja. Achtung, von oben Spinne. Oh, zwei Schildkröten. Ja, von denen kannst du eine ordentlich gute Rüstung kriegen. Spinne von oben. Ja. Man merkt, der Dschungel ist Man-Eater. Ne, Angry Trapper. Die brauche ich halt, diese Angry Trapper.
Hier unten ist noch eine Kiste. Ja. Eine Flare Gun. Hier unten ist die Biene. Ja. Die können wir ja auch noch machen. Ja, aber bauen tun wir sie nicht wirklich. Nö, ja, wir können sie machen. Hier drüben ist noch, hier geht's noch einen Ticken runter. Na, aber die Folge ist schon wieder vorbei. Ich buddel mich jetzt hier noch rüber, verabschiede mich in der Zeit fürs. Ich verabschiede mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal ein Like da. Abonnieren nicht vergessen, hilft immer. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.